und willkommen zu meinem neuen, zu meinem zweiten heutigen Video. Wenn es im Hintergrund bellt, das ist der Hund von meiner Mutter. Ja, ich bin bei meiner Mutter zu Hause. Ignoriert es einfach, was ich gesagt habe. Ich präsentiere euch hier ein Programm, das heißt Wondershare Filmora. Damit kann man Videos schneiden. Und ich habe damit heute mein heutiges Video geschnitten. Entschuldigung für das Bewegen. und ich bin... Okay, das sage ich auch später, was ich davon bin. Also, hier haben wir schon mal vier verschiedene Sachen, die wir anwenden können. Action-Cam-Instrument, Lossless-Cutter, einfacher Modus und erweiterter Modus. Ich habe heute mit dem erweiterten Modus gearbeitet und den zeige ich euch auch. Oh, mein Auge juckt. Und hier habe ich sogar schon eins offen. Das werde ich euch jetzt auch präsentieren, aber vorher zeige ich euch die Leiste hier unten. Medien, Musik. Das ist jetzt nicht so wie auf YouTube, wo man die Musik auswählen kann, die erlaubt ist. Denn ich glaube nicht, dass die Musik erlaubt ist. Dann haben wir hier Texte und Abschnitte. Also das Abzeichen zum Beispiel, besondere Anlässe, Untertitel oder alle. Je nachdem, wie ihr das wollt. Wir haben Übergänge. Haben wir auch Basic, Fantasy und Favoriten ist dann halt... nichts. Dann haben wir Filter, jetzt zum Beispiel ein Licht oder wie sowas hier. Sieht ganz gut aus, Entschuldigung. So zum Beispiel. Dann haben wir Einblendungen. Das ist auch sowas ähnliches. Dann haben wir Elemente. Da haben wir Urlaub, Liebe, bewegte Formen, handgezeichnete Natur, Abzeichen, Clip-Ad, Weihnachten, Splitscreen. Da haben wir zum Beispiel 3, 2 oder 4. 6 haben wir auch hier drüben, Entschuldigung. Davon gibt es 4 und so weiter. Und das Exportieren, das habe ich wegen mit meinem neuen Video gemacht. Ich glaube, das... erkläre ich euch mal ganz kurz, vor allem wie das mit dem Schneiden funktioniert. Man kann das Video auch einfach runterziehen in die Leiste. Funktioniert mit einer Hand gerade ein bisschen schwer. Ja, dann spielen wir mal eine Runde ab. Ich mache mal lautlos, weil das würde das Video jetzt hier gerade noch ein bisschen beeinflussen. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ihr seht, er spielt das Video ab und jetzt schneiden wir das einfach mal und dann pausiert er. Wir gehen wieder auf Abspielen, spulen ein bisschen vor. Ich werde euch auch gleich verraten, wie ich auf dieses Programm gekommen bin. Dann klickt ihr auf das Geschnittene, einmal links, einmal rechts und in der Mitte ist dann das Geschnittene. Zum Beispiel können wir das jetzt auch löschen. Ihr könnt auch verschieben, so wie ich es euch gerade gezeigt habe, aus Versehen. Wir können das auch wieder rückgängig machen. Seht ihr, verschieben und halt löschen. Und dann können wir zum Beispiel, ich nehme mal den Übergang. Da müsst ihr auf die vorherige Seite klicken, also hier vorne. Und müsst dann bei Übergang in der Mitte das Plus klicken. Oder macht es den Übergang mit. Und dann geht es einfach weiter. Aber jetzt stoppen wir euch das erstmal. So, das war das erweiterte Programm. Um ehrlich zu sein, habe ich die anderen Programme gar nicht getestet. Ich wende mal ganz kurz die Kamera. Vorher schließe ich das Programm noch. Also man kann die Testversion nehmen. Also ich habe die Testversion, habe aber nicht gekauft, was man machen kann. Aber dafür ist mir das alles ein bisschen zu schade. Ich wende mal die Kamera. Änderung speichern? Nein, wir wollen die Änderung nicht speichern. So, meine lieben, liebenden Zuschauer da draußen. Also, ich bin auf dieses Bearbeitungsprogramm gekommen durch eine YouTuberin, die sehr bekannt ist unter euch, und zwar Bibis Beauty Palace. Ich muss zugeben, ich sehe sie gerne. Sie macht echt coole Videos und alles. Und genau deswegen bin ich auf dieses Programm gekommen und habe mir so gedacht,
Bibis Beauty Palace. Die macht so gute Videos, die sehen so gut aus, weil sie Videos ja auch schneidet. Nur im Gegensatz zu mir hat die liebe Bibi eine Kamera von Canon. Wie die weiter heißt, interessiert mich gerade überhaupt nicht, weil ich gerade mein Handy zum Aufnehmen habe. Dieses Programm, also für mich jetzt zumindest, weil ich habe das mit einem Video hochgeladen und jetzt steht richtig schön fett auf dem Bildschirm geschrieben, Wondershare Film RAW. Und ich bin so hart enttäuscht von diesem Bearbeitungsprogramm, dass ich im Überlegen war, das Video einfach nochmal komplett neu zu drehen. Aber da warte ich erstmal auf eure Kommentare, die mir in die Kommentarbox geschrieben werden. Jo. Und zudem noch muss ich sagen, ich glaube, die Bibi befasst sich damit ein bisschen mehr als ich, weil ich hatte für so ein Programm keine Zeit, mich damit vorher noch zu befassen. Vielleicht habe ich mir auch keine Zeit genommen. Könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt. Ich habe es nicht getan, ist mir auch egal. Mein Problem liegt jetzt einfach nur darin, dass fett auf diesem Bildschirm Wondershare Filmore draufsteht und ich es nicht weggekriegt habe oder ich zu blöd dafür war. Und das Video dann auch noch genau eine Stunde und 36 Minuten zu spät kam, was mich auch gestört hat. Und ich mir nur so dachte, oh mein Gott, warum habe ich mir dieses Programm runtergeladen? Liebe Leute, ich kann mir diese Frage nicht beantworten. Das könnt ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann mir denken, was ihr schreiben werdet. Warum benutzt du es dann? Gute Frage. Ich dachte mir so, meine Videos sollen auch so gut aussehen wie die von der jungen Frau namens Bibi. Die junge Lady, die ihr alle so, nicht alle mögt, aber wahrscheinlich 50% der Menschheit. Und dachte mir so, versuch mal das Programm einfach mal. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, nachdem ich mein Video hochgeladen habe. Im Übrigen, es heißt Final Fantasy 15, was fehlt und was schlecht ist. Ich glaube, an dem Video ist wahrscheinlich alles schlecht, was ich je gedreht habe, aber was soll's. Es ist eher ein Vergleichsvideo, so als Hinweis. Und ja. Viele werden jetzt sagen, boah, was machst du? Du machst Bibi voll nach, du nimmst ihre Programme, klaust die. Das Programm ist nicht geklaut, das kann jeder benutzen. Wie ihm lieb ist, ist mir wurscht, wie viele Leute das benutzen, das Programm. Weil vorher wollte ich auch ein anderes benutzen. Dafür hätte ich mir aber die CD erst kaufen müssen. Da hätte ich Geld ausgeben müssen. Okay, dafür den Geld nehmen wir zurück. Ich hatte einfach nur keinen Bock, irgendwo hinzudappen, um mir so ein Programm zu kaufen. Und downloaden finde ich wesentlich einfacher. Und habe mir so gedacht, nehmen wir doch mal ihre Empfehlung und probieren dieses Programm aus. Und dieses Programm ist meiner Meinung nach der letzte Mist. Probiert es bitte nicht aus für die YouTuber, die neu angefangen haben. Macht es einfach nicht. Nicht bewegen. Ihr werdet gerade mitgekriegt haben, ich habe gesagt, nicht bewegen. Ich musste auch gerade einen Stopp einlegen. Mein Bruder, also der ist ja lang gelaufen und das Haus ist halt schon ziemlich alt. Ja, Haus kann man dazu sagen. Und da knackst halt der Boden. Aber egal, zurück zum Thema. Vergesst das einfach. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich werde dieses Programm entweder löschen oder ich werde nochmal einen anderen Modus probieren, und zwar den einfachen. Weil ich will einfach mal herausfinden, wie ich dieses Wondershare Filmore von meinem Bild, von meinem gesamten Video runterkriege, weil das ist wirklich auf meinem gesamten Video. Ich werde das Video auch in der Infobox unten euch verlinken und meine ganzen Accounts werde ich euch verlinken. Twitter, Instagram, Facebook, ich werde euch alles, einfach alles verlinken. Ja, und ich hoffe auf positive Kommentare in der Infobox. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren auf meiner YouTube-Seite. Die kann ich euch jetzt hier nirgends einblenden, weil wie gesagt, ich nehme mit Handy auf und ich werde dieses Video ungeschnitten hochladen. Trotz schlechten Wörtern, die ich wahrscheinlich benutzt habe. Wie auch immer.
Mal sehen, was dabei rauskommt, wenn ich dieses Programm mit dem Einfachmodus verwenden werde. Es gab auch schon Probleme beim Hochladen. Wie gesagt, es kam ja eine Stunde und 36 Minuten zu spät. Und dann wurde mir von meinem Laptop aus gesagt, bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung. Ja, die Verbindung ist direkt unter dem Dach, nicht wirklich der Kracher. Ja, also davon abgesehen, weil ich bin ja wirklich direkt unter dem Dach hier und nicht irgendwo in der Mitteletage. Und da ist das Internet gerade krache, schlecht. Oh. Also ich werde diesem Programm noch eine Chance geben und werde noch ein Video damit machen, wenn ich in den nächsten Tagen die Zeit dazu haben werde. Samstag kommt ja auch ein neues Video. Das wird wieder ein Fragevideo werden. Entweder wird mich mein Vater ausfragen, also mich und meinen Bruder. Das wird dann ein gemeinsames Video. Oder mein Bruder wird mich fragen. Und am Sonntag wird mein erstes Beauty-Video hochkommen. Das werde ich auch am Samstag schon drehen. Da werde ich auch nichts schneiden an dem Video. Das wird eher so ein Video, weniger ist mehr. Fürs erste Date, fürs dritte Date oder einfach mal so zum Weggehen, Tages-Make-up und so. Und beim Tages-Make-up werde ich dann einfach weiter schminken. Also ich werde euch ein ganz normales Make-up präsentieren und halt Wimperntusche. Das ist ein ganz normales, für mich gesehen, Tages-Make-up. Und da wird noch mehr kommen. Aber ich werde nicht diese Cat-Eyes-Dinger da dran malen, weil ich habe dazu keinen Stift. Und die Läden bei uns, die bieten nicht wirklich irgendwas Gutes an. Aber ich glaube, ich werde dieses Video jetzt erstmal beenden. Bevor mein Handy sich noch beschwert, dass mein Speicher voll ist, abonniert mich einfach kostenlos auf meinen Seiten. Alles kostenlos. Ihr braucht einfach nur den Link in der Videobeschreibung folgen. Entweder auf Gefällt mir drücken oder auf Folgen oder auf Abonnieren. Und wie gesagt, ob ihr auf meinem anderen Video schlechte Empfehlungen abgibt oder einfach schlechte Kommentare abgibt, es ist nur ein Video mit meiner Meinung, wie ich über das Spiel denke. Ich meine, okay, ich werde dieses Spiel trotzdem weiterhin spielen, weil ja jetzt auch bis zum 20. Februar Karneval ist. Okay, da ist jetzt auch nicht gerade so viel los. Ein bisschen schmücken, Schokobos suchen und so und Fotos schießen, Feuerwerk angucken. Allerdings läuft das nicht mit euren Kameraden, sondern mit Karfunkel, mit eurem, ich sag jetzt mal, kleinen Beschützer. Guckt einfach mal in das Spiel rein, wer es noch nicht hat. Also empfehlen kann ich es nicht. Empfehlen kann ich es nicht. Das Einzige ist gut, ist halt wirklich nur den Prinz, den man spielt. Ja, okay, mit dem Auto, das habe ich ja schon gesagt, das ist hässlich, aber man kann es akzeptieren. Hauptsache, es fährt, ne? Aber der Audi R8 war eben trotzdem besser. Ach, ich beende jetzt einfach das Video. Schreibt einfach alles, was ihr euch ausschütten wollt, in die Kommentarbox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, mein Video ist dann besser. Ich glaube, wenn ich das Programm nochmal verkacken tue, Entschuldigung, wenn ich es nicht hinkriege, dann werde ich meine Videos ganz einfach wieder über YouTube bearbeiten. Und damit hat sich die Sache für mich gegessen. Dann sind meine Videos halt nicht so lange wie das, was ich jetzt eben hochgeladen habe. Oder wie lange das halt geht. Na, mal sehen, wie das läuft. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht euch warme Gedanken am besten. Bye!